Yeah. Hang in there! Was ist denn jetzt passiert? Muss ich den da immer hochhängen? Aber es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre. Ja, es ist gerade sehr, sehr psycho irgendwie. Kann ich hier noch was rausfinden? Aber ich glaube, ich gehe nochmal nach unten, oder? Soll ich nochmal nach unten gehen? Kann ich hier überhaupt durch? It's not far. This way. It's not far. The treasure. Black Wanderer. And the secret of the flame. Also wir sind scheinbar wieder in der Story drin, meine Freunde. I guess we're in a story again. Ich muss kurz warten. Ein bisschen wie bei Indiana Jones hier, oder? Run! Weil ich habe hier unten noch nicht geguckt. Ich will jetzt nicht zu nicht zu weit gehen. Was gibt es hier denn? Oder vorne ist. The heart of the city. It beats no more. Uh-oh. We failed them. This world never deserved us. Let's watch it burn. Let's watch it burn. Ich glaube, ich kann das Feuer aufstellen oder sowas. Ich kann es mir zumindest recht gut vorstellen. Also ich glaube, das, was wir gerade machen, ist relativ relativ tricky und relativ aufwendig. Aber hier ist nichts mehr drin. Ja. Meine Freunde, der Trickster-Parler. Aber wir können jetzt trotzdem wieder nach oben gehen. Denn hier unten finden wir nichts mehr. Dementsprechend können wir oben sogar wieder weiterlaufen. Oh, nee, warte. Moment. Da war ja was. Hallo? Hallo? Oh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Oh. Ich finde es ganz schön gemacht mit diesen Minigames, ne? Dass man so ein bisschen da ausweichen muss. Finde ich sehr schön gemacht. Oh, hello. Papa's home. Oder ist das Strickleiter? Und da ist eine Strickpuppe. Was machst du denn hier? Wollen wir zusammen abhängen? Gott. Wie makaber ist das denn? Ja, ich lasse dir ein bisschen Wasser laufen. Ne? Ist ja jetzt mal so kein Thema. So macht man das unter Freunden, meine Freunde. Aber da vorne kann ich nichts aufmachen, oder? Habt ihr was gesehen? Nee, da komme ich gar nicht erst ran. Das heißt, wir müssen hier unseren neuen gewonnenen Freund erstmal ein bisschen alleine lassen wieder. Wir gehen hier hoch. Geh mal ein bisschen schneller, nicht, dass gleich da wirklich noch Feuer durchkommt. Oh, hier geht's wieder weiter. Fire in the hole! Oh, I'm gone. Also, ihr seht schon, wir arbeiten uns langsam aber sicher nach oben, aber diese Maschinerie hat ja auch eine bestimmte Höhe gehabt, also von daher dürfte das wahrscheinlich erstmal noch so ein bisschen weitergehen. Gehe ich mal von aus, wobei. Oh. Wir müssen echt aufpassen, ne? Und ich habe jetzt nichts gefunden, dass man die irgendwie abschalten könnte oder sowas. Der tödliche Witz tritt ins Licht. Wow. Tritt mal ins Licht, meine Freunde. Oh, tödliche Witz. Oh. Hat nicht ganz so gut geklappt. Schade. Aber wir mussten trotzdem ins Licht treten. Das war der tödliche Witz. Die meinten nicht das Licht vom Feuer, sondern das Licht vom Licht. Also, ich weiß nicht genau, was es ist, aber. Oh, no. Alter. Ach, it's getting hard in here. So. Mach's erstmal runter. Und dann gehe ich nochmal zurück. Safety first, meine Freunde. Immer mit Gummi. Was sehe ich da eigentlich fliegen? Ah, ich muss es doch. Was? Go.
Oh no. Muss ich den anderen Hebel auch noch betätigen? Save the Firster. Indeed. Ich glaube, ich muss da echt fix sein. Oder es gibt da noch irgendeinen Trick, den ich noch nicht rausgefunden habe, meine Freunde. Aber, naja. Wäre ja nicht Pala, wenn ich es nicht irgendwie hinkriegen würde. Oh. Autsch, autsch, autsch. It worked. Kann ich mich hier zwischenstellen? Oh, hier ist sicher. Hier ist safe, meine Freunde. Ich weiß zwar nicht, wofür der Hebel war, aber ich habe ihn einfach mal ganz panisch und schnell gezogen. Einfach mal ganz panisch und ganz, ganz schnell. Und vor allem, dadurch, dass man sich so schnell agieren musste, habe ich mich noch nicht mehr erschrocken durch die Puppe, die da runter gemacht ist. Wo ist die überhaupt runter? Hier von da oben wahrscheinlich irgendwo. So, dann geht's mal weiter. Okay, hier müssen wir ein bisschen schneller machen. Und up, up we go. Okay, da unten wird es gerade richtig heiß. Der läuft. Wo muss ich denn hier weiter? Und schneller, schneller, schneller. Und rein, rein, rein. Okay, ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden, meine Freunde. Ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. So, hier finde ich nichts Tolles. Kann ich hier schon aufmachen? Nee, ist noch zu. Aber hier haben wir Knöpkes. Oder? Nee. Kein Knöpkes. Wenn ich es einfach irgendwie fallen lasse, hat es keinen Strom mehr, oder? Haben wir noch irgendwo anders? Warte mal. Muss ich vielleicht hier rein? Nee, da hat schon Licht. Muss ich das jetzt reinpacken? Und mir noch eine Steckdose. Einfach hier dran machen. Ich lass mal kurz nochmal liegen. Ne, ist zu. Irgendwo muss ich das reinstecken. Aha. Wow. I guess I know. Geist, wie makaber ist das denn? Glaube ich weiß, was wir damit machen müssen. So. Die berühmten letzten Worte, mein Freund. Ja? Ich habe mein Leben lang immer gegen den Strom geschwommen. Ja, ich glaube, der ist jetzt auch hinüber. Aha. Pala geht immer so YOLO um die Ecke, aber es klappt ja auch irgendwie, ne? Elektrifizierendes Erlebnis. Ja, indeed, indeed. So, The Black Wanderer. Achso, The Secret of the Flame. Das haben wir gerade schon einmal gelesen. Hier geht es nämlich noch ein bisschen weiter mit der Flame. Smart, yeah. Okay, da ist zu. Oh, hello. Hier wieder zurück. Ich muss, glaube ich, gleich ganz schnell links lang spurten. Ganz, ganz schnell, meine Freunde. Be fast about it. Was hab... Warum sehe ich hier nur die Hälfte? What the f... Komm ich nicht mehr runter? Ich glaube, ich komme nicht mehr runter. No! Okay, dann können wir auch weiter hoch. Ich wollte mich nochmal dieses Wabern da sehen. Na, da war ja irgendwie sowas wie so ein... Keine Ahnung, so ein geschmolzener Spiegel oder was? Ich weiß es nicht. I don't know. Oh, hello! Kaput, Draconis. Hallo Humora. Okay. So, nochmal ein Küsschen zum Abschied. Und weiter geht's. Wenn ich mal ein bisschen. Achso, hier ist eh eine Ecke drum. Okay, nevermind. Ich habe gerade gesagt so. Oh. Wollte gerade sagen, wenn ich mal ein bisschen was mehr sehen würde. Ne? Ein bisschen zumindest. Just a little, my friend. Darf ich umschalten? Oder ist das wichtig, was du da gerade guckst? Ah, das sieht mir sehr spannend aus. Ha? Musst mal Twitch gucken. Ach, hast du schon? Deswegen guckst du da. Okay, ich kann... Alter.
need to keep moving. Oh. Run! Oh mein Gott! Umdrehen! Oh! You're almost there. Just a bit further. Just a bit further. Ich hoffe, hier geht lang. Run, boy, run. Sehe nichts mehr. I don't see anything. Aber ich glaube, es wird wieder gespeichert. Oh, it's a treasure chest here. Und wieder ein neuer Film. Ich glaube, gleich sind wir im neuen Akt. I think so, guys. I do think so. So, was haben wir hier sonst noch Schönes? Was höre ich denn da vor allem? Ob hier Wasser irgendwo wäre. Habe ich schon aufgemacht? Ich sehe aus nicht viel. Hier hinten eventuell noch was? Ne, ist alles zugestellt. Okay, das ist auch abgeschlossen. Das heißt, wir müssen da hoch. Aber weitere schöne Sachen, die wir uns mal angucken können, finden wir hier unten nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja zumindest schon mal den neuen Film für den nächsten Akt. Ja. So. Hier sieht es auch wieder ein bisschen wohnlicher aus. Würde mich nicht wundern, wenn wir gleich wieder zurück bei uns. Jetzt sind wir wieder zurück bei uns im Zimmer, meine Freunde. Ich glaube, der Akt dürfte gleich. Okay, jetzt verteilt sich alles wieder. Warum wackelt das? Vor allem, warum ist das so? Warum sind da Scheinwerfer dran? The Fudge. Jetzt müssen wir das hier durch. Was ist geschehen? Ich habe gehört, dass der Regisseur vor Wut außer sich ist und kurz davor steht, das Ding abzublasen. Es scheint, als hättet ihr zwei völlig unterschiedliche Auffassungen über die Hauptfigur. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Dein Freund und Agent. Ja, das hoffen wir doch auch immer, ne? So, Charakter. Ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Ist ja jetzt mal so nicht verkehrt. Das ist aber auch neu hier, ne? Spielen wir hier ein bisschen William Tell? Ne, einmal den Apfel vom Kopf schießen? Läuft. Dit läuft, meine Freunde. Will ich da was? Nee. So, haben wir hier schon was Neues? Wir haben davon gar keine gefunden, ne? Oh Gott. Und dabei denke ich, ich bin schon gründlich. Aber wir haben davon noch gar keine weiteren gefunden, ne? Ich glaube, irgendwann werden wir das Spiel vielleicht nochmal durchspielen. Ich weiß es nicht, aber scheinbar ganz so gründlich bin ich dann doch nicht. Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Haben wir schon gehört? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, schon gehört. Already heard that. Ja, und das haben wir auch schon gehört. Also da haben wir auch noch nichts Neues gefunden, ne? Machen wir kurz das Metronom an. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. So, aber ich glaube, viel mehr können wir gerade hier nicht machen. Das haben wir schon gelesen. Da haben wir auch keinen weiteren Dia. Aber hier haben wir was. Haha. Ach so, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen, meine Freunde. Aber es wird einfach nur drauf gelesen, das ist quasi einfach so eine Form von einem Buch. Keine Ahnung. Es sieht schön aus. Wir gucken mal kurz nach draußen, weil jetzt ist, glaube ich, nicht mehr alles so ganz... Oh, was ist das denn? Okay. Errungenschaft freigeschaltet, Fischer. Kein Thema. Was haben wir da? Das ist ein krasses Fernrohr, oder? Das ist ein krasses Teil, meine Freunde. Aber ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie es draußen ausschaut. Ganz am Anfang haben wir auch mal rausgeguckt und da war es super duper megamäßig romantisch. Na, ein bisschen Sonnenuntergang und das ist jetzt eher so ein bisschen wie, ich will heute nicht rausgehen, Wetter. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ah!
Guck mal, jetzt haben wir die zwei Sachen da rausgefischt. Haben wir direkt mit hier drin. So ein kleines Schiff als Spielzeug, glaube ich. Und dann dieser Käfig. Wobei, war das nicht der Käfig, den wir am Anfang gesehen haben, der dann irgendwie weg war? Fragen über Fragen, meine Freunde. Vielleicht werden wir sie noch beantwortet bekommen. You never know. So, wir gehen mal wieder in unser cooles kleines Kino. Ich hätte mal mehr Klamotten hier hängen, oder? Deinen Charakter formen, in sich gehen. Kontext, Hintergrund. Was hat mich hergebracht? Die Gegenwart, in der wir Vergangenheit verwurzelt. In der Vergangenheit verwurzelt, ja. Also, ihr seht, die Texte, die man schon mal gelesen hat, können sich auch unter Umständen teilweise zumindest wieder verändern. Deswegen ist es manchmal gar nicht mal so verkehrt, sich Zettel auch mal zweimal anzugucken. Ja. Ganz, ganz wichtig. Oder es liegt sogar ein komplett anderer Zettel da. Kann auch möglich sein. Ja. So. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch in das neue Chapter. Aber ihr seht auch hier, verändert sich relativ viel. Ne? Ich weiß nicht, wo man das Messer drauf liegt. Ich glaube, vorher lag das auch nicht drauf. Und der Hut, der hing, glaube ich, hier irgendwo. Ich glaube, der hing hier dran. Also unser Zimmer wird immer weiter verwüstet. Wir dürfen gespannt sein. So, dann nehmen wir das hier. Die ersten zwei Maschen durch. Das habe ich sogar beschriftet, oder? Eins, zwei, kann das möglich sein? Was ist das? Dritte. Dritte Teil, meine Freunde. Let's have a closer look. Let's go. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder, a fuel for the flame, the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle. Hold him in place. Pull him under. Away from the air. Away from the light. To wither away. Forever struggling. Thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Truly free. Bloody Roots, Act 3, meine Freunde. Die blutigen Wurzeln. Was mich gerade so ein bisschen verwundert hat, ist Futter auf Englisch. Heißt Fudder. Fudder. Okay, wusste ich vorher noch nicht. Sehr gut, sehr gut. Also, was haben wir gerade erfahren, meine Freunde? Ich weiß gar nicht, könnte ich mir das nochmal angucken? Nee, kann ich mir nicht nochmal angucken. Aber im Prinzip wurde da gerade gesagt, so ja, ne, Wurzeln für Fundament, aber können einen auch festhalten. Und dementsprechend muss man die dann zerschneiden, um quasi frei zu werden. Und hier geht es dann unten weiter. Muss ich einfach durch? Okay, ich muss hier einfach durch. Yippie! Oh, hallo! What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Forever. Yeah. Wer kennt das nicht? Einmal das Ohr an die Muschel halten und schon hört man das Meer. Und der kleine Junge hat gefragt, wie kann das da reinpassen? Ja, und die Schwester meinte, ja, bloß der Geist des Meeres drinne, ne, die Kraft, die Freiheit. Sehr schön, sehr poetisch.